Hallo Schachfreunde und willkommen zurück im Schachcenter. Heute möchte ich euch das Smartboard der Firma DGT vorstellen. Lange hat es gedauert, bis es endlich auf den Markt kam. Und ja, kurz vor Weihnachten war es dann soweit, die ersten Kunden konnten glücklich gemacht werden. Ja, das Smartboard, das hat so eine ganz lange Geschichte hinter sich. Und zwar war es vor allem wichtig, Turnieranbietern die Möglichkeit zu bieten, günstig DGT-Bretter für Live-Übertragungen zu erwerben. Das ist hiermit wirklich gelungen. Es wiegt wesentlich weniger als so ein DGT-Brett aus Holz. Und ich muss sagen, dafür, dass es Kunststoff ist, ist die Sache richtig gut gelungen. Also wir sehen hier wirklich, hier wurde nicht irgendwie was draufgeklebt oder in irgendeiner Art und Weise billiges Material verwendet. Das Brett selbst ist ein wunderschönes Holzimitat und funktioniert einwandfrei. Ich schalte jetzt einfach mal den DGT-Pi an, den man hiermit benutzen kann. Und zeige mal, dass die DGT-Technik auch in diesem Brett wunderbar funktioniert. Die Figuren selbst sind aus Kunststoff. Gut, die ein oder anderen mögen sagen, das ist ein bisschen zu viel Kunststoff, das Ganze. Aber ich kann versichern, hier lassen sich problemlos auch die Holzfiguren verwenden. So, das DGT-Pi ist gestartet und ich ziehe einfach mal einen Zug. Und das DGT-Pi antwortet auch direkt mit Karo Kann. Und wir sehen, hier funktioniert es einwandfrei. Hier kann man auch einfach die Figuren nehmen. Das funktioniert wirklich alles problemlos. Und da macht es auch überhaupt keinen Unterschied, wie man die Figuren rausnimmt. Hier kann man, wie gesagt, auch die Figur einfach rüberschieben. Ich mache das jetzt einfach mal. Ist jetzt nicht so ein doller Zug in dieser Eröffnung, aber ich mache es einfach mal. Das DGT-Pi erkennt das und vor allen Dingen auch das Brett erkennt das einwandfrei. Und wenn wir uns die Sache etwas genauer anschauen, dann werden wir entdecken, dass hier bei diesem Brett ein sogenannter USB-C-Anschluss verwendet wird. Und das ist der sogenannte USB-C-Anschluss auf der linken Seite. Hier sieht man ihn. Und damit geht DGT in die richtige Richtung, was die Technik betrifft. Der USB-C-Anschluss, ja, der lässt sich beidseitig verwenden. Und das bedeutet, dass man beim Einstecken des Kabels nicht mehr das Problem hat, dass man es falsch reinsteckt. Zudem bietet so ein USB-C-Anschluss an für sich auch eine absolut hohe Datenübertragungsrate. Das ist das eine, aber auch viel mehr Strom kann man durchfließen lassen. Das wäre für die Bluetooth-Version sehr interessant, die dann im kommenden Jahr auf den Markt kommt, denn da könnte man die Akkus schneller aufladen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass in diesem Brett noch kein USB-C-Controller verbaut ist. Der wird wohl wahrscheinlich erst 2018 auf den Markt kommen, um wirklich die Spezifikation des USB-C voll nutzen zu können. Warten wir es einfach mal ab, aber das zeigt, dass die Technik hier wirklich weit ist. Wir sehen also, die Technik ist hier schon sehr fortgeschritten. Was auch wunderbar funktioniert in Verbindung des DGT-Pi, das wissen ja die meisten Anwender, hier kann man nicht nur analysieren oder Partien spielen, hier kann man ganz einfach neu aufbauen, hier muss man nichts drücken, sondern es wird direkt erkannt, dass eine neue Partie gestartet werden soll und man kann wieder loslegen. Selbstverständlich lässt sich dieses Brett auch wunderbar im Schachverein verwenden, um Partien aufzuzeichnen, direkt am PC zu analysieren, eine wirklich wunderbare Sache. Um auch online direkt durchstarten zu können, ist natürlich auch in dieser Version eine Fritz 14 DVD dabei mit Premium-Zugang. Damit kann man direkt das Brett zum Online-Spielen auf dem Schach.de-Server verwenden, aber auch andere Server werden unterstützt, wie zum Beispiel der von Chess Club und andere Server. Ich muss noch dazu sagen, der sehr beliebte Server LeadChess, der funktioniert auch. Da gibt es eine kostenlose Software im Internet. Allerdings ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wenn man das DGT-Brett bei LeadChess verwendet, dann kann man leicht als Cheater bezeichnet werden, beziehungsweise das System merkt, dass die Züge nicht direkt mit der Maus ausgeführt werden, sondern vom System, vom Computer, und das nimmt einem LeadChess sehr, sehr oft übel. Also aufpassen, wenn man das bei LeadChess verwendet. Aber schauen wir uns nun einfach mal an, wie das Brett wirkt, wenn man einfach ein paar Holzfiguren draufstellt, sprich die DGT Timeless-Figuren. Und wir sehen auch mit den Timeless-Figuren der Firma DGT, mit diesen Holzfiguren, sieht das Brett wunderbar aus. Also mir persönlich gefällt das mit Holzfiguren natürlich wesentlich besser. Alleine die Holzoptik des DGT-Brettes, des Smartboards, ist wirklich phänomenal. Also es sieht sehr harmonisch aus, der Kontrast stimmt auch und wir können hier wunderbar unsere Partien spielen. Das klappt, wie gesagt, mit dem DGT-Pi genauso wie mit dem Schachcomputer. Und ja, die Figurenerkennung, das ist wirklich einmalig. Wir können hier Figuren sowohl heben als auch schleifen. Das ist, man könnte jetzt, wie gesagt, hier einfach mal den Läufer so hier über das Brett schleifen und das erkennt
das Gerät, das Brett einwandfrei. Und da haben wir auch schon einen Spanier auf dem Brett. Also die Vielfalt der Eröffnungen, es ist gerade übrigens Stockfisch geladen in Stufe 20. Also hier werde ich allerhöchstens die nächsten Züge noch aus dem Buch spielen können. Allerdings würde mich Stockfisch Stufe 20 früher oder später schnell platt machen. Ich kann noch ein paar Züge ausführen. Macht auch ziemlich viel Spaß hier zu spielen. E5. Ich denke, diese Sache macht auf jeden Fall, gerade zur Weihnachtszeit oder zur Zeit, wenn man Urlaub hat, eine Menge Spaß. So, weiter geht's. Schauen wir mal, was er so spielt. D5, okay. Das riecht nach einem Marshall. Ja, eigentlich wollte ich hier nur ein Testvideo machen, aber es macht einfach zu viel Freude, hier direkt gegen die Kiste zu spielen. Und man sieht es auch an der Uhr hier, der Gegner hat noch 10 Minuten Zeit, der hat hier noch nichts verschwendet an Zeit. Läufer auf B7. Ja, und hier hört schon fast meine Theorie auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, naja, machen wir es einfach mal, vielleicht falle ich ja drauf rein. Ob ich das hier verlieren werde, Läufer auf F6. Den packen wir wieder zurück ins Kästchen, ab und ja, Turm E8. Ja, und so weiter und so fort würde ich jetzt nochmal sagen. Gut, belassen wir es auch dabei. Ich denke, das ist noch eine ausgeglichene Stellung, bevor ich mich hier ins Verderben bringe. Ich stelle die Figuren einfach mal wieder zurück. Also wie jeder sehen kann, die DGT-Technik ist wirklich ausgereift. Das gilt sowohl für die Smartboards als auch für die DGT-Bretter aus Holz. Hier kauft man nicht die Katze im Sack, hier hat man wirklich ein absolutes High-End-Gerät, was die Figurenerkennung betrifft und auch was das Material betrifft. Also ich bin absolut überzeugt von diesem neuen Smartboard, kostet zurzeit 279 Euro bei uns. Ja, man darf sich im Internet auch nicht in anderen Shops in die Irre leiten lassen. Ich habe einige Shops gesehen, in denen das Brett für 199 Euro angeboten wird. Allerdings sind da keine Figuren dabei, es ist keine DVD dabei, es sind keine Kabel dabei. Es ist praktisch nur das blanke Brett für 199 Euro. Lasst euch nicht davon in die Irre führen. Wenn ihr das Komplettset haben wollt, für 279 aktuell, gibt es das bei uns. Und ich denke, hier hat man dann direkt das Gesamtpaket. Ein Auto würde man, wenn man es kauft, natürlich auch nicht ohne Reifen anbieten. Das ist natürlich Quatsch. Also wer das Brett ohne Figuren anbietet für 199 Euro, keine Ahnung, was der von seinen Kunden möchte. Aber gut, ich freue mich, dass dieses Brett endlich erhältlich ist. Es gibt sowohl mit Randbeschriftung und ohne Randbeschriftung. Die meisten Kunden möchten es mit Randbeschriftung haben. Ist auch verständlich. Denn man will ja vielleicht auch ein bisschen analysieren. Und es sind ja nicht nur Vereinsspieler, die diese Bretter verwenden. Nein, es sind auch viele Hobbyspieler dabei, die einfach die Partien haben möchten. Es ist auch wirklich eine schöne Sache, um Partien aufzuzeichnen. Wenn man jetzt ein Hobbyspieler ist und ist es nicht gewohnt, Partien aufzuschreiben und man spielt eine schöne Partie, die man eigentlich nachträglich noch analysieren möchte, ja, dann hat man meistens das Problem, dass die Partie nicht aufgeschrieben wird. Also wir spielen mit einem guten Freund eine Schachpartie, ganz gemütlich, ohne Schachuhr vielleicht, und sagen uns danach, ja Mensch, das hätte ich mir gerne nochmal angeschaut. Und da kommt so ein Brett gerade richtig. Weil dieses Brett zeichnet die Figurenzüge auf. Auch die Analysen werden aufgezeichnet. Man kann sogar Stellungen aufbauen und diese analysieren. Die Analysen werden aufgezeichnet und man kann sie nachträglich auch aus dem Brett auslesen. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz einen Hinweis an alle Turnierveranstalter geben. Und zwar weiß jeder in den, ich glaube in der Spielordnung des Deutschen Schachbundes steht drin, dass die Bretter und ja das Spielmaterial, die Figuren aus Holz sein müssen. Es gibt allerdings einen Punkt 5 Punkt noch irgendwas in der Spielordnung des Schachbundes und dort steht ganz klar geschrieben, dass bei elektronischen Schachbrettern für die Live-Übertragung Ausnahmen gemacht werden können. Das ist ein wichtiger Hinweis, denn einige kennen den Zusatz, dass die Bretter und die Figuren aus Holz sein müssen und sagen sich dann, ja gut, dann muss ich mir wohl oder übel die Holzversion der DGT-Bretter kaufen. Aber das ist nicht der Fall. Man kann diese DGT-Smartboards problemlos bei
DWZ oder ELO ausgewerteten Partien einsetzen. Das ist eine wirklich kostengünstige Geschichte und vor allen Dingen absolut transportabel. Diese Bretter, die halten auch einiges aus. Wenn hier mal ein Schluck Cola draufkommt, ist das gleich weggewischt. Hier kann nichts aufgrund von unsachgemäßer Behandlung einfach mal so wegkrachen. Dieses Brett hält wirklich, was es verspricht. Es ist sehr robust und ich bin der Meinung, ein absolut tolles Produkt. Gut, wir haben jetzt das Gerät gesehen. Erwähnenswert ist auch noch folgender Punkt, und zwar, das sieht man leider auf den Bildern nicht so gut, und zwar die Schachfiguren, diese aus Kunststoff. Hier denkt man sich, ja, Kunststoffschachfiguren, die wackeln hin und her und die sind ziemlich leicht. Ich muss dazu sagen, hier bei diesen Figuren ist ein Gewicht drin. Das ist meiner Meinung nach nicht nur die Frequenzspule, die hier verbaut ist. Nein, hier hat man unten auch Gewicht reingesetzt. Also da ist nichts mit Umfallen, die stehen richtig fest drauf, haben ein absolut gutes Gefühl in der Hand und wie gesagt, sind auch gewichtet. Und damit sind wir auch schon am Ende des Tests dieses DGT Smartboards. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dieses tolle Produkt aus dem Hause DGT euch etwas näher bringen. Gibt es denn einige Kritikpunkte? Werde ich natürlich oft gefragt. Gut, die Kritikpunkte oder der einzige Kritikpunkt ist meiner Meinung nach, und da kommen wir wieder zu den Figuren, diese Figuren hier. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Also Kunststofffiguren auf diesem schönen Brett, diese Kunststofffiguren vor allen Dingen, die sehen jetzt nicht so berauschend aus. Also fürs Blitzspielen oder Spielen unter Freunden reicht das vollkommen aus, aber meiner Meinung nach gehört zu so einem schönen Brett, auch wenn es aus Kunststoff ist, auf jeden Fall. Ja, da gehören Holzfiguren drauf, weil es macht einfach die Sache schöner. Aber gut, wenn das der einzige Kritikpunkt ist, den ich hier habe, dann muss ich sagen, ist das eine reine Geschmackssache. Der Preis geht auch vollkommen in Ordnung. 279 Euro für das Gesamtpaket mit dieser Technik ist, denke ich mal, ein absoluter Hammerpreis. Da braucht sich DGT auf dem Markt der Schachcomputer, auf dem Markt der Live-Übertragung absolut nicht verstecken. Ich freue mich schon auf die nächsten Produkte und da möchte ich schon gleich ankündigen, DGT plant ja einen Schachcomputer und die ersten Konzepte, die ich gesehen habe, sind absolut vielversprechend. Noch ein Hinweis zu diesen Smartboards. Es werden momentan, wie gesagt, ziemlich viele produziert. Die Bluetooth-Version wird 2018 auf den Markt kommen, das ist geplant und in Planung, ich sag mal so ganz vage, ist auch eine Version mit LEDs, sprich mit Feld-LEDs, dass diese Figurenzüge, die Züge auf dem Schachbrett per LED angezeigt werden können. Das ist wie gesagt geplant. Wann es soweit ist, kann ich nicht genau sagen, aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich bin mir sicher, dass DGT wieder absolute Kracherprodukte auf den Markt bringen wird. Warten wir es ab. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.